Ungehaltene Rede zur Deutschen Bahn. Wir wollen nachhaltig sein. Uns ist heiß, wir spüren den Klimawandel. Wenn es nicht heiß ist, drohen Hochwasser, Wirbelstürme. Wir würden den Klimawandel gerne aufhalten. Aber wir wollen verreisen und wir müssen es auch, beruflich, aber auch um Input zu bekommen oder um die Großeltern zu sehen. Und das würden wir gerne in der Deutschen Bahn, nur irgendwie möchte die Deutsche Bahn das nicht. Als Berufspendlerin, München, Landshut, habe ich mich gegen die tägliche Strecke mit dem Auto entschieden. Ich zahle einen hohen Preis, obwohl ich die Umwelt schone. Zunächst hatte ich es noch ab. Ach, ich komme zum Bahnhof, da geht schon immer irgendein Zug, weil immer irgendeiner so spät ist, dass es für mich gerade passt. Spätestens aber, als mein Zug in Moosburg strandete und ich weiterfahren konnte nach Freising, war es vorbei mit Schönreden. Es gab genau einen Schienenersatzverkehrbus, einen Reisebus, der von Moosburg nach Freising hin und her fuhr. Wir standen im Gang eines Reisebusses, der über die Autobahn heizte. Der Fahrer trug Flipflops und keiner eine Maske. Am liebsten, ich würde nur noch mit dem Schiff verreisen, wenn die ganzen Ausflugsdampfer nicht auch die größten CO2-Schleudern wären. Und unser Verkehrsminister, der sieht da gar kein Problem. Ich habe noch ein paar Beispiele. Und es sind Probleme, nämlich nach der Hochzeit meiner Chefin wären wir sogar recht pünktlich angekommen, wenn wir dann nicht eine Stunde vor München oder in München an der Donnersberger Brücke gestanden hätten, weil man uns nicht in den Bahnhof fahren ließ. Nur um es kurz zu verdeutlichen, ich wäre früher zu Hause gewesen, hätten wir dort aussteigen dürfen. Meine Chefin war von ihrer eigenen Hochzeit fast früher zu Hause als wir. Eine Woche später, ich stand bei 37 Grad mehrfach, sechsmal für mehrere oder weniger Minuten, häufig wegen natürlich entgegenkommender Züge. Und Bahnübergänge, die man in diesem Moment nicht wegen technischer Schwierigkeiten befahren könnte. Unter normalen Umständen hätte ich meinen Anschluss-ICE verpasst, wäre dieser nicht 15 Minuten zu spät gewesen. Überschwänglich vor Freude hätte ich gerne angestoßen, aber die Getränkeautomaten an den Ulmer Bahnsteigen waren entleert. Cool, normal. So verbringt man auch gerne seinen Sommerurlaub. Ich fange ja gar nicht erst von der Zugstrecke an, die ich nach Stuttgart nehmen wollte, aber 2 Tage vor Abfahrt komplett gestrichen wurde. Und das alles wäre vielleicht gar nicht mal so schlimm, würde man nicht so wahnsinnig viel Geld dafür bezahlen. Geld und Lebenszeit, aber auch in erster Linie Geld. Viel Geld, viel, viel Geld. Beispielsweise für ICEs, in denen dann das WLAN nicht geht, die völlig überfüllt sind. In Japan kommt in den Shinkansen nur mit, wer ein Sitzplatzticket hat. Und in ganz anderen Ländern kostet die Teilnahme am Zugverkehr gar nichts. Und dort ist er bei weitem besser in Deutschland, trotz allem. Sicher, das 9-Euro-Ticket muss eine wahnsinnige Herausforderung gewesen sein. Die Deutsche Bahn kann nichts dafür, dass ich bei meinem Rückweg Düsseldorf-Bielefeld-Senne nicht in den entsprechenden Zugteil konnte, weil die Menschen am Pfingstwochenende so dicht an dicht standen, dass wir vor unserem verspäteten Zug aus Düsseldorf umsonst mehrere Gleise weiter gerannt sind. Und in einem Alternativzug natürlich stehen mussten zwischen den Menschenmassen. Naja, also außer sie hätten mehr Züge eingesetzt. Selbst während der Corona-Hochphase 2020 waren die Züge am Pfingsten überfüllt. Kann man ja nicht wissen. Wir haben übrigens noch eine globale Pandemie. Aber das sind ja auch nur 3 Monate. Ich frage mich also, was mit diesem Ticketgeld eigentlich passiert. Denn als ich letztens nach Frankfurt zu meiner Partnerin musste, waren die Oberleitungen kaputt und ich 40 Minuten zu spät. In fact, während ich diese alles notierte, stand ich zunächst 30 Minuten auf unbestimmte Zeit, weil es mehrere Schwierigkeiten auf der Strecke Landshut-Moosburg gab. Bis man den Bahnhof dann wohl komplett aufgab und sich entschloss, YOLO, heute geht kein Zug mehr. In gar keine Richtung. Mein Vater musste mich abholen, natürlich nicht mit dem umweltfreundlichen Rad, sondern mit dem Auto. Ich verpasste meinen Japanischkurs, für den ich bezahle. Zum Glück kann ich Sporteinheiten nachholen, wenn ich ständig zu neuen Bahnsteigen rennen muss, die kurzfristig angekündigt werden. Wie genau soll eigentlich irgendjemand angelockt werden, seine Wege per Bahn zurückzulegen? Mein Vater ist übrigens ein großer Fan von Zügen. So groß, dass er sogar eine Firma hat für Modelleisenbahnbedarf. Also wirklich kein Witz. Er meinte, früher gab es Menschen, die vorausschauend Zugstrecken abgingen, aber da vielleicht Potenzial besteht, ob Bäume möglicherweise in die Schienen krachen könnten bei einem Unwetter. So ein Baum ist nämlich bei einem Unwetter in die Schienen gekracht. Was nebenbei erwähnt, am Bahnhof selbst nicht kommuniziert wurde. In der App auch nicht so richtig. Also generell wusste ich es eher aus einer Online-Zeitung als von der Deutschen Bahn. Jedenfalls, ich würde den Job ja machen, vorausschauend Bäume zu checken und Strecken und Schienen. Aber ich habe ja bereits eine Lohnarbeit, zu der ich nur mit erschwerten Bedingungen nachgehen kann, weil ich ja nicht hinkomme.
Und wie war das noch gleich? Wollte nicht irgendein Bundesland, das mit B anfängt und Württemberg aufhört, die Differenz des 9-Euro-Tickets bei Hartz-IV-Empfängern ein zurückfordern? Absolut wild. Aber gut, ich wurde selten vehementer geweckt als von Ticketkontrolleuren der Deutschen Bahn, die auch keinerlei Scheu haben, mich anzufassen. Und ich habe eine Mutter, der es daran gelegen hat, dass ich pünktlich zur Schule kam. Vielleicht sollte ich so wie die uniformierten Herren das Vorzeigen des Tickets einfordern, zum Schaffner gehen, ihm fest an die Schulter greifen und mit starker Stimme sagen: Fahr! Weil zurzeit bin ich auch immer ungefähr 2 Sekunden zu spät am Bahnsteig und verpasse auch deswegen meinen Bus. Ewig könnte ich jetzt noch weiter erzählen, aber ich muss zum Zug. Jetzt hoffe ich, dass die U-Bahn nicht auch noch einen Schaden hat, weil so als wie letztens, als ich deswegen meinen Zug verpasst habe. Dafür kann die Deutsche Bahn nichts. Wow.